Ja, hallo, ich bin's wieder, euer der Kimmelmann. Ja, wir beschäftigen uns heute mit einem der größten Nachteile vom Audi e-tron. Mir wird ja mal nachgesagt, dass ich immer viel zu positiv über die Gegebenheiten des e-tron berichte und das in keiner Weise in Relation steht zu der wahren Qualität des Autos. Heute lassen wir das Auto an sich und die Funktionsweise des Autos an sich einfach mal weg, sondern mir geht es hier heute darum, über die Audi Connect-Dienste zu reden. Die Audi Connect-Dienste sind im Endeffekt die Dienste, die die gesamte Audi-Flotte zur Verfügung stellt, damit man über eine App oder auch über den Browser Fahrzeugfunktionen überwachen kann, Fahrzeugfunktionen sehen kann, zukünftig auch irgendwelche Functions on Demand freischalten lassen kann. Ja, das ist das, was unter Audi Connect gemeint ist. Es ist keine e-tron-Spezifika, sondern ja, also die Audi Connect-Dienste stehen halt für alle Baureihen, A8, A6, A4, was weiß ich, was es da nicht noch alles gibt, die Q-Reihen und so weiter zur Verfügung. Je nachdem natürlich, was es für ein Auto ist, stehen unterschiedliche Funktionen zur Verfügung. Beim e-tron ist es dann über die App-Steuerung halt im Wesentlichen das Fahrzeug vorzuklimatisieren. Das gibt es bei den Verbrennerfahrzeugen auch und bei den Hybriden auch. Es gibt die Möglichkeit, sein Fahrzeug zu entriegeln, zu verriegeln und alle diese Sachen, die wir quasi auch ein bisschen aus der Tesla-App kennen. In den neueren Versionen, also ab 2020 beim e-tron, ist es so, dass man den Ladestand dynamisch verändern kann. Was sind die wesentlichen Funktionen, die ich eigentlich da nutze? Also die eine Sache, die ich da nutze, ist vor allen Dingen die Vorklimatisierung, sprich, wenn man sieht, dass es dann doch abends irgendwie ja, ein bisschen kälter werden soll, dann hat man halt die Situation, dass man dann sagt, okay, über diese Fernsteuerung gehe ich jetzt einfach hin und setze meine Vorklimatisierung nächsten Morgen auf 7 Uhr, sag ich mal, und dann klimatisiert das Auto vor, sodass es dann also nicht eingefroren ist. Das Ganze funktioniert über die Audi Connect-Dienste. Hier sieht man eine Übersicht über sein Fahrzeug. Das ist eigentlich auch alles ganz nett gemacht. Das ist der Fahrzeugstatus, eben der Ladestatus, das er lädt, die Fahrzeugmeldung, ob das Fahrzeug verriegelt ist, geschlossen sind und so weiter und so fort. Dann werden Warnmeldungen protokolliert, Service und Kontrolle. In der App gibt es dann hier noch die Möglichkeit, Ladesäulen freizuschalten bzw. die Vorklimatisierungsfunktionen zu starten. Dann haben wir gewisse Ausstattungsdetails, die uns gezeigt werden, sprich, das heißt, wie ist mein Fahrzeug ausgestattet, Bordbuch, Nutzerverwaltung. Ja, dann kann man noch persönliche Fahrzeugdetails bearbeiten. Dann gibt es hier die Möglichkeit, wie man hier sieht, das Fahrzeug ist also verbunden, das ist mit den MyConnect-Diensten verbunden. Man hat die Audi-Zieleinspeisung, sprich, man kann am Browser oder auch in der App eine Route vorplanen und die ans Fahrzeug schicken. Man kann Kartenupdates hier auch quasi über eine SD-Karte runterladen und sich installieren. Ja, man kann Hotspot und Datenpakete buchen, man kann unterwegs laden, das ist dann der e-tron Charging Service, also das Abo-Modell, was ich habe. Gut, und dann gibt es hier noch irgendwelche Funktionen, die man sich angucken kann. Und wie man sieht, alles das, was hier grün ist, habe ich. Sprich, es ist alles auf grün. Das heißt, alle Connect-Dienste sind initialisiert, sind verbunden, sind im Endeffekt für die ersten 2 Jahre oder 3 Jahre durch den Fahrzeugpreis bezahlt. Beim Service ist dann im Endeffekt nur Gewährleistung, Garantien, automatische Serviceerinnerungen und so weiter und so fort. Das ist jetzt an der Stelle relativ uninteressant. Ja, das, was eigentlich interessant ist, und das ist das, worum es in diesem Thema, in diesem Video eigentlich geht, ist Folgendes. Ich rufe jetzt mal den Fahrzeugstatus ab. Das Fahrzeug steht bei mir vor der Tür. Das Fahrzeug hat eine LTE-Verbindung. Das Fahrzeug ist sozusagen online erreichbar. Was passiert jetzt im Hintergrund? Also ich schicke jetzt von meiner Browseroberfläche einen Request quasi an Audi, dass ich sage, hallo Audi, ich möchte mal von meinem Fahrzeug, was hier verbunden ist, möchte ich jetzt mal bitte die Fahrzeugstatusinformationen abgerufen haben und die Rückmeldung dazu bekommen. Was passiert jetzt im Weiteren? Also mein Request geht jetzt an die Audi Connect-Dienste, keine Ahnung, wo die stehen, irgendwo in Ingolstadt oder wo auch immer. Das heißt, ich frage die jetzt an, möchte zu meinem Fahrzeug eine Information haben. Jetzt muss bei denen technisch Folgendes passieren. Mein Request mit meiner Fahrzeugidentifikationsnummer, meinen Benutzerdaten und so weiter, die dann geprüft werden.
muss jetzt umgesetzt werden und jetzt muss er im Endeffekt sein Fahrzeug suchen. Das heißt, er muss sein Fahrzeug lokalisieren und dann das lokalisierte Fahrzeug im Endeffekt mit dem Befehl versehen. Hallo Fahrzeug, gib mir mal bitte deine Statusinformationen. Diese Statusinformationen werden zurücktransferiert an die Audi Connect Dienste. Das heißt also von mir zum Connect-Dienstleister, vom Connect-Dienstleister zum Auto, vom Auto zum Connect-Dienstleister und vom Connect-Dienstleister wieder zu mir. Das ist also im Endeffekt die meiner Ansicht nach jetzt nicht so hochkomplizierte Logik, wie man Fahrzeugdaten abruft. Das funktioniert bei Tesla genauso. Ich kontaktiere quasi mit der Tesla-App die Tesla-Server. Die Tesla-Server suchen das Fahrzeug antwortet, das Fahrzeug sendet das zurück zu den Tesla-Servern und die Tesla-Server geben mir die Information zurück in meine App. Genau so funktioniert es hier im Endeffekt auch. Der einzige Unterschied, der vielleicht da ist, ist, dass ja, hier vielleicht ein paar mehr Fahrzeuge draufhängen, sprich alle, die Connect-Dienste gekauft haben, alle Baureihen, verwenden halt diese Connect-Dienste. Und da muss man ganz ehrlich sagen, ja, das ist jetzt das Ergebnis, was gekommen ist. Wie siehe da, es ist ein technischer Fehler aufgetreten. Was ist jetzt passiert? Also ich habe meine Anfrage geschickt. Ja, die Connect-Dienste haben die angenommen oder nicht, kann ich jetzt hier ehrlich gesagt gar nicht sehen. Vielleicht sind die Connect-Dienste down oder aber die Connect-Dienste haben das Fahrzeug nicht erreicht. Das gab es in der letzten Zeit auch schon mal, dass die GPS-Positionierung des Fahrzeugs nicht gemacht werden konnte, wobei das Fahrzeug genau weiß, wo es steht. Also bei mir auf der App, wenn ich dann sage, wo ist mein Fahrzeug, sehe ich mein Fahrzeug. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Audi, da muss ich ganz ehrlich sagen, bei den Connect-Diensten, die auch noch nach einer gewissen Zeit kostenpflichtig werden sollen, also ich persönlich werde für das erste Jahr dieser Connect-Dienste verlangen, dass mir das hinten dran verlängert wird, und zwar so lange, bis nicht von, ich sage jetzt einfach mal, ich bin jetzt positiv, es gibt Foreneinträge, die sind noch viel, viel, viel kritischer da an der Stelle, von jeder Fraktion, ob das A8, A6, A4, Q, irgendwas ist, alle, die Connect-Dienste gebucht haben, sagen es eine einzige Katastrophe. Und diese Katastrophe gibt es übrigens schon seit einem Jahr. Deshalb, Audi, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist, ja, meiner Ansicht nach, softwaretechnisch ein totales Desaster. Also die Fehler sind seit über einem Jahr bekannt. Wenn man die Foren durchsucht, eigentlich schon seit 2 Jahren genau betrachtet, gibt es Leute, die behaupten, diese ganzen Connect-Dienste haben noch nie funktioniert. Zwischenzeitlich dieses Jahr, wir haben so viele Connect-Fahrzeuge jetzt und unsere Server sind zu klein. Es ist mir eigentlich vollkommen egal, woran es liegt. Du bist ein Premium-Anbieter, ein Premium-Hersteller, Audi. Da muss man sagen, wenn diese Sachen nicht funktionieren, und das ist seit über einem Jahr so, dann frage ich mich, wieso die Verantwortlichen bei Audi, die dafür verantwortlich sind, heute noch ihre Jobs ausüben, weil da muss man ganz ehrlich sagen, das ist keine Katastrophe, das ist schlecht, das ist unterirdisch, da muss man ganz ehrlich sagen, nee. Also das geht überhaupt nicht. Und ich bin nicht der Einzige, dann habe ich jetzt eine neue App-Version gekriegt, habe gedacht, na, mit der neuen App-Version wird das sicher alles besser. Mit der neuen App-Version wird halt gar nichts besser, weil der Kontakt zum Fahrzeug nicht aufgerufen werden kann. Ich bin mal gespannt, ob jetzt das MMI-Update, also das Multimedia-Interface, was Audi besitzt, da ist jetzt ein großes Update gekommen, natürlich genau eine Woche nach meinem Service, das ist am 24.02. wohl ausgerollt worden und bei den Servicestätten verfügbar, leider nicht over the air, wie ja schon so oft angemerkt, dass diese over the air Update-Fähigkeit halt ja an der Stelle da wirklich die Zukunft sein muss und Stand der Technik sein muss. Dieses over the air Update würde jetzt bedeuten, dass man nicht zum Service muss, jetzt müssen alle Leute zum Service rennen und müssen sich ihr MMI-Update obendrauf spielen. Kann sein, dass es dann damit besser wird im MMI-Update. Soll eben auch die verbesserte Routenplanung drin sein und ich hoffe nach wie vor im MMI-Update ist Wireless CarPlay integriert. Ja, es ist ein technischer Fehler aufgetreten, sagt er dann immer, und ja, es ist leider ein Fehler aufgetreten, probieren Sie es nochmal. Also ich kann jetzt definitiv sagen, ich muss es nicht nochmal probieren.
Interessant an der ganzen Sache ist, wenn das Fahrzeug in irgendeiner Form wach ist, das heißt also, wenn ich es geöffnet habe und es ist in Betrieb genommen, dann aktualisiert sich die App sofort. Also ich vermute mal, dass sie das dann direkt mit dem MMI des Fahrzeugs macht und nicht erst über die Audi Connect-Dienste geht. Also Quintessenz aus der Sache muss man sagen, die Connect-Dienste bei Audi, man muss es so hart sagen, wenn man sich darauf verlässt, ist man verlassen. Das System ist entweder technisch unaufgereift, es ist oder es ist softwaremäßig verbuggt, oder aber die Fahrzeuge sind darauf nicht vorbereitet. In jedem Fall, mir wird immer gesagt, ich kritisiere nichts. Connect-Dienste bei Audi, also der e-tron ist als Elektroauto für mich gut nutzbar, wie ich das schon oft gesagt habe. Und ich bin auch sehr zufrieden damit und ich fahre auch gerne damit. Ich bin auch mit dem Service zufrieden. Das heißt, die Leute geben sich wirklich alle Mühe, werden wohl teilweise auch im Regen stehen gelassen, weil sie Informationen von Audi ebenfalls nicht bekommen. Aber jetzt mal unabhängig davon, wir haben hier ein drumherum gebautes Softwaresystem, was im Endeffekt eine App-Steuerung erledigen soll und was das Leben erleichtern soll und was eben Fahrzeugfunktionalitäten vereinfachen soll. Da muss man ganz ehrlich sagen, so, und jetzt mal Kritik. Da muss man sagen, Audi setzen 6 und bitte trennt euch von den Verantwortlichen, die dafür verantwortlich sind und tauscht die aus. Da muss eine komplett neue Generation von Denken ran. Und ich bin halt auch der Meinung, was ich vollkommen unfassbar finde, ganz ehrlich, dass das bei Audi scheinbar nicht erkannt wird. Das heißt, das dringt in den Vorstand nicht rauf. Die super teuren Fahrzeughalter, ob das jetzt A8 in bester Ausstattung ist, ob das, keine Ahnung, Q8 oder sonst was ist, die über 100.000 Euro für ihr Fahrzeug lassen, regen sich darüber genauso auf wie ich. Ich bin da kein Einzelfall. Also wenn man die Audi-Foren durchguckt und sich über das Thema Audi Connect austauscht, da muss man ganz ehrlich sagen, man kann sich auch die App-Bewertung angucken. Also seitdem die neue App rausgekommen ist, sind meiner Ansicht nach 90% Ein-Sterne-Bewertung, aber die auch nur deshalb, weil man nicht weniger als einen Stern geben kann. Deshalb meine Aussage dazu, da müsst ihr sofort was dran tun und das sollte auch ein Augenmerk von dem obersten Audi-Vorstand sein. Der sollte dem Audi-Technik-Vorstand, der an dieser Stelle für die App-Entwicklung zuständig ist, auf die Füße treten und sagen, das Ding muss in 3 Monaten geregelt sein. Weil wie wollen wir jemals irgendwie darüber nachdenken oder den Kunden das Vertrauen geben, dass wir softwareseitig gut aufgestellt sind, wenn wir sowas Einfaches wie eine Audi Connect-Steuerung, wo alle sozusagen Import-Export-Kanäle, die sind alle vordefiniert. Das heißt also, das hat man ja schon selber in der Hand, weil man baut die Software, wie man auf das MMI zugreift, man baut die App dazu. Da muss man dann sagen, nee, das geht gar nicht. Und deshalb war das mal eine richtig heftige Kritik. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch alle noch einen schönen Tag. Bis dann, euer Dirk Himmelmann.